Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute nicht auf der Lüdenscheid-Freeplay-Map, sondern auf der zweiten Freeplay-Map, die mit dabei ist in der Mod oder in dem Mod-Paket. Und wir spielen heute auf Linzing. Und das ist eine kleinere Map als die Lüdenscheid-Karte. Man sieht sie hier jetzt links auf der Map. Lüdenscheid ist quasi ein ganz großes Gebiet. Ja, Linzing ist ein bisschen kleiner. Ist eine kleinere Map, aber die hat es extrem in sich. Ich finde wirklich, die ist viel schwieriger als die normale Lüdenscheid-Map. Hier hat man ganz viele Stellen, wo man schlecht hinkommt mit der Feuerwehr zum Löschen. Man hat ganz viele Stellen, wo richtig heftige Brände ausbrechen können. Ja, es ist alles ziemlich dicht bebaut. Ja, ein kleiner Brand artet dann ganz schnell in riesengroße Brände aus und man hat nicht ganz so viele Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung, die man eigentlich bräuchte. Und ich habe gestern eine halbe Stunde gespielt und ich war danach fast bereit für einen Psychiater oder für einen Psychologen. Es war wirklich richtig hart. Ich habe einfach mal privat gespielt und jetzt habe ich gerade vor dieser Aufnahme, muss ich zugeben, ich habe schon mal aufgenommen, aber ich werde diese Folge löschen, beziehungsweise ich werde die entsorgen, weil es kam ein Einsatz rein im Industriegebiet mit lauter dekontaminierten Personen und mir ist ein Löschfahrzeug nach dem anderen quasi zu Bruch gegangen oder die Besatzung ist gestorben und was weiß ich. Es ist, die halbe Map hat gebrannt, ich hatte nicht mehr Feuerwehrfahrzeuge, das Feuer hat sich ständig weiter ausgebreitet, ich hatte keine Chance, da irgendwas gegen zu machen. Ich habe mich da noch nicht so wirklich mit dieser Dekon-Spielmechanik ausgekannt, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schmeiß die Folge jetzt raus. Gegen Ende habe ich einigermaßen gewusst. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Fahrer befindet sich verletzt im Inneren des Fahrzeugs. Löschen Sie alle Brände, retten Sie den Fahrer, versorgen Sie ihn und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Am Ende habe ich gewusst, wie ich einigermaßen damit arbeiten kann, aber ich habe halt gedacht, nee, ich schmeiß die Folge weg, weil es war eine halbe Stunde dieser Einsatz, bis ich den abgebrochen habe. Und wenn du halt überhaupt nicht weißt, wie diese Spielmechanik hier in der Mod funktioniert, wenn du so dekontaminierte Personen hast, ist einfach doof. Deswegen habe ich die Folge jetzt weggeschmissen, beziehungsweise gelöscht, weil muss nicht sein. Wenn man da sieht, wie von drei Löschfahrzeugen da die komplette Besatzung gestorben ist und die halbe Map am Brennen ist und man nicht mehr machen kann, weil alle Löschfahrzeuge schon unterwegs sind, die Parkkammer konnte man nicht mehr wegschicken, weil da war die Besatzung einfach dekontaminiert, da konnte ich auch nichts mehr machen. Ich habe auch nicht gewusst, wie ich die wieder heile krieg. Musste ich ganz viel rumprobieren und ich wusste auch nicht, dass ich eine Wasserversorgung mit den Leuten von den Dekon dann quasi aufbauen kann und lauter so Sachen. Da habe ich mich entschieden, ich lösche diese Folge einfach und nehme nochmal eine neue auf. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das funktioniert, falls das nochmal passiert. Das war hier unten in dem Gebiet. Hier irgendwo hat es gebrannt gehabt. Ich weiß es nicht mehr genau, wo das war. Hier war das. Das Gebäude, das hat gebrannt. Hier hat alles dann im Brand gestanden. Ja, der komplette Wald an der Autobahn. Hier. Das, da hat es angefangen zu brennen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ja, hier war eine riesen Giftgaswolke. Ich konnte hier nichts machen. Hier ist noch nicht mal ein Wasseranschluss auf dem. Kein Hydrant auf dem Gelände. Ich war komplett, Achtung, komplett überfordert. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. So, ich schicke einfach mal auf gut Glück hier ein paar in den Umkreis. Damit ich irgendwo vielleicht einen Streifenwagen hinkrieg. Der bei dem der Nähe ist. Die Polizei ist nicht ganz so weit weg. Es war jedenfalls ein richtig, richtig heftiger Einsatz. Und ich habe halt, wie gesagt, dann irgendwann abgebrochen, weil das Feuer... Ich hatte zwar dann das Gebäude irgendwie gelöscht bekommen. Aber wie gesagt, vielleicht 30, 40 verletzte Feuerwehrleute, dekontaminierte Feuerwehrleute, alles Mögliche war am Brennen, das Feuer hat sich weiter ausgebreitet und. Hier, Keule, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, ich will mit dir reden. Bin bereit. Komm, folg dir mal. Folg dir mal. Höre. Ja, wird erledigt. Okay, er macht eine Pause. Pfefferspray! Zu Befehl. Ist in Arbeit. Okay. Ich hab gerade gedacht, der eine Polizist wurde von dem Bus überfahren. Was gibt's? Bin dabei. Ja, das Fahrzeug ist ein bisschen aufdringlich. Aber nicht wundern. So. Ja. Ja. Ihr könnt auf Streife gehen. Bin bereit. Ihr könnt wieder zurückfahren. Ihr könnt auch wieder zurückfahren. Da kommt noch Polizei. Kannst wieder auf Streife gehen. Okay. Oh, da brennt jetzt mit. Also diese Map, die ist wirklich viel schwieriger als
die große Map, finde ich. Viel schwieriger, die ist viel anspruchsvoller. Viel anspruchsvoller. Jawohl, alles klar. Hier hat's auch, hier gibt's so viele Gebiete auf der kleinen Map. Wenn's brennt, du kommst mit der Feuerwehr einfach nicht alles gescheit klar hin. Und dann musst du das Feuer ausbreiten lassen und warten, bis es irgendwann ausgebrannt ist. Ursache unbekannt. Oder Waldbrände, löschen wo du einfach nicht drankommst. Und kümmern Sie sich ist um einfach alle schön. Schäden. Ist schön. Ja, ich weiß auch jetzt nicht genau, wie ich da dran kommen soll. Ja, ich kann mal ein Feuerwehrfahrzeug hier unten hinschicken. Vielleicht fährt es in den Wald rein, vielleicht auch nicht. Ich schicke auch mal ein TLF hier hin. Vielleicht kann ich mit dem Monitor soweit irgendwie Wasser feuern. Ja, ich schicke auch nochmal ein LF hier hin. Dass es wenigstens versuchen kann, dass sich das Feuer vielleicht nicht so weit ausbreitet. Ich will auch das Haus hier schützen. Ah, das ist die Feuerwache. Okay. Ich muss alles versuchen. Keine andere Wahl. So, hier steht wahrscheinlich noch ein Polizeifahrzeug rum. Taste Z, einmal auf Streife gehen. Hier hatte ich auch noch eins hingeschickt. Oder nee, das fährt sogar schon durch die Gegend. Da ist die Feuerwehr schon am Löschen. Drei Fahrzeuge mittlerweile am Brennen. In einem Fahrzeug ist noch eine Person eingeschlossen. Deswegen, ich schicke gerade nochmal einen Rüstwagen hierher. Dann können die einen löschen und die anderen... Ich kann gerade nicht auswählen, wo ich den Rüstwagen hinschicken will. Was ist da los? Ist da schon unterwegs anscheinend. Oder ich habe den schon irgendwie hingeschickt und ich sehe es nur gerade nicht. Egal. Egal. Was geht's? So, mittlerweile brennen vier Fahrzeuge. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen logischer löschen. Da vorne ist die verletzte Person drin. Wäre ganz nett, wenn ihr das Fahrzeug vielleicht auch löscht. Ich glaube, in dem vorderen Fahrzeug war das. So, hier wird noch mit Sirene alarmiert. Das erste Fahrzeug fährt schon raus. Das ist halt wirklich ungemütliche Stelle, ja. Und das ist auch wieder so ein riesengroßer Wald. Wenn der komplett brennt, dann brennt hier hinten wahrscheinlich alles. Und hier die Firmen und da und dort und... es ist... Ich schicke nochmal ein bisschen mehr raus, sicherheitshalber. Hier hinten schon mal auf dem Weg, dass ich das Feuer da vielleicht... Vielleicht kann ich auch ganz schnell jetzt mit der Kettensäge ganz viele Bäume weghauen. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Nehmt ihr euch mal das. Höre. Ja? Zu Befehl. Gebrochener Arm. Nicht gut. Schmerzhaft. Rettungswagen, Sonderrechte dahin. Ja, wieder ein bisschen schräg platziert. Gut, vielleicht, wenn ich mit dem TLF schnell genug bin, vielleicht breitet es sich nicht weit genug aus. Ich renne da jetzt mit Kettensägen hin und hau alle Bäume im Umkreis weg, damit es sich nicht weiter ausbreitet, weil ich nicht hier jetzt ein komplettes Chaos wieder kriegen möchte. Es ist auf der kleinen Map wirklich, wirklich hart. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist richtig hart. Aber es kann sein, dass das TLF es rechtzeitig schafft. Der eine Feuerwehrmann ist auf dem Weg nach oben. Okay, hier ist auch alles in Ordnung. Nur vier Fahrzeuge, die jetzt kaputt sind. Dann kann sich theoretisch einer von euch mal die Rettungsschere krallen. Und hier können schon mal Abschlepper bestellt werden. Bin bereit. Ist in Arbeit. Dann brauchen wir noch den Notarzt. Hatte ich den nicht mitbestellt? Anscheinend ja nicht. Anscheinend ja nicht. So, ist wirklich nur noch der eine Baum am Brennen. Ich weiß nicht, was für ein Umweg der Feuerwehrmann läuft, der eine, ob der schon oben angekommen ist. Ah, da kommt er. Braucht er nicht mehr. Alles klar. Ja, ihr seht's ja, Riesenumweg. Ich wäre da wieder nicht hingekommen mit dem Löschen. Ja, ohne TLF wäre das jetzt wieder ein Riesenwaldbrand geworden und ich hätte nichts machen können. Ja. Wird gemacht. Bin bereit. Ich würde gern vom TLF dann noch den Wasservorrat wieder auffüllen. Erwarte Befehle. Bräuchte ich irgendwo einen Hydranten, habe ich hier. So, wir können auch wieder zurückfahren. Ist in Arbeit. Ja, lieber sicherheitshalber zu viel jetzt bestellt und mit dem TLF in den Griff gekriegt, als wenn es wieder komplett wirklich im Chaos geendet wäre. Das passiert auf dieser Map halt extrem schnell. Man kann gar nicht so schnell reagieren, dass das manchmal nicht passiert. Es ist wirklich Katastrophe. Katastrophal. Ich meine, ich feiere es ja, dass es hier so schwer ist. Aber das ist halt wirklich extrem. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Gott, nicht das Gebiet. Das hatte ich auch gestern. Komm, HLF und LF. Gestern hatte ich hier einen kleinen Brand gehabt. Ein kleiner Busch hat hier gebrannt. Bis ich angekommen bin, hat hier schon die komplette Reihe gebrannt. Bis ich Wasserversorgung und so weiter aufgebaut hatte, haben die zwei Gebäude gebrannt. Ende vom Lied war, das komplette hier hat gebrannt, das komplette Eck, das hier, das komplette Eck, hier. Die Gebäude haben gebrannt bis hier hinten hin.
Hier hinten konnte ich das dann abfangen, weil hier fährt kein Feuerwehrfahrzeug rein. Ich habe kein Feuerwehrfahrzeug hier hinten hingekriegt. Ja, war auch schon mal ein Problem. Da hatte ich hier Probleme gehabt, alles zu erreichen. Dann habe ich von hier oben versucht, mit dem TLF das ein bisschen zurückzudrängen. In der Zeit hat sich halt hier weiter ausgebreitet. Dann sind mir die Fahrzeuge ausgegangen. Gleichzeitig hatte ich noch einen Brand irgendwo hier oben gehabt, im total kleinen Eck. Das hat sich auch so ausgebreitet. Ich bin da auch nirgendwo mit der Feuerwehr hingekommen. Ah, richtig. Also diese Map, die hat es wirklich faustig hinter den Ohren. Die ist wirklich richtig, richtig schwer. Richtig, richtig schwer. So, Feuerwehr ist aber schon da. Das ist gut. Dann gleich mal schnell angriff, bevor sich das hier wieder ausbreitet. Hier gerade mal Atemschutz anziehen, bitte. Sehr schön. Es hat schon wirklich in sich, die Map. So, die Feuerwehr kann theoretisch weg. Person ist befreit, steht vorm Auto, ist so ein bisschen unter Schock, würde ich sagen. Ein bisschen angeschlagen, nachdem es fast gegrillt worden ist. So, dann einmal, ja, hier habe ich die komplette Spur dicht gemacht. Lass ich blau dich gerade mal an, wenn ich so blöd dastehe. So, aber das haben wir zum Glück schnell, glaube ich, wieder im Griff. Dann hier oben hatte ich jetzt irgendwo das TLF hingeschickt. Okay, das ist ein anderes TLF, das kann auch wieder zurück. Da wollte ich jetzt noch gerne das Wasser wieder aufgefüllt haben. Da muss man aber immer erst die Leute aussteigen lassen, habe ich mittlerweile festgestellt. Zu Befehl. Blaulicht aus, das. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Nein, direkt wieder neben Chemiezeug. Direkt wieder neben Chemiezeug. Ich schicke direkt mal drei Sachen hin. HLF, LF und ein TLF, falls da irgendwas anfängt zu brennen hier chemietechnisch. Da habe ich ein bisschen Angst. Okay, das eine Fahrzeug war schon auf dem Weg vom Chemiepark. Alles klar, das fährt jetzt direkt weiter. Vielleicht kriege ich es schnell unter Kontrolle. Was hier los ist? Oh Gott, die Person, die hat aber ganz schön. Die leidet aber ganz schön. Oh Gott, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Kein Problem. Ja, zu viele Einsätze gleichzeitig. Bin bereit. Ich hatte einen Notarzt hingeschickt, aber hier, ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte den auf den Parkplatz geschickt, ich habe den nicht gesehen. Scheiße. Verstand. Es tut mir leid, hier sterben auch die Personen so extrem schnell. Erwarte Befehle. Vielleicht kann der Notarzt noch was machen. Was geht's? Hoffentlich, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich habe nicht gesehen, dass ich den anderen Notarzt da an die Seite geschickt habe. Mann, erwarte, ey. Befehle. Tut mir leid. Behandlungsfehler. Erwarte Befehle. Alles klar. So, hier habe ich Angst. Schnellangriff bitte. TLF ist gleich da. Ich halte direkt mit dem TLF drauf. Ist mir jetzt komplett egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Kein Problem. Bevor es hier wieder so einen riesen Chemiebrand gibt, das nächste TLF ist auch da. Ich möchte nicht, dass das hier jetzt auch wieder einen riesen Chaos gibt. So. Ja, war das nicht das Fahrzeug, irgendeins davon, wo ich eigentlich den Wassertank auffüllen wollte? Irgendwas war da. Egal. Ja, bin dabei. Bin bereit. So, wir haben es auf jeden Fall schnell gelöscht. Das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich... Chemikalien in der Nähe ist nicht gut. Okay, die Person ist leider gestorben, weil ich den Notarzt nicht gesehen habe. Ärgerlich. Ärgerlich. Naja, dann kann die Rettungswagenbesatzung eigentlich wegfahren. Da kommt der Bestatter. Hypertensive Krise, schicken wir Rettungswagen und Notarzt mal hin. Wo ist denn hier? Irgendwo, da ist die Feuerwehr, okay. Da war der Alarmierungston her. Da ist auch schon das Tor offen, alles klar. Gut. Es ärgert mich. Es ärgert mich wirklich. Ich habe den Notarzt nicht gesehen gehabt, dann hätte ich den gleich hingeschickt. Dann habe ich mich noch um die anderen Einsätze so nebenbei gekümmert und dann war es vorbei. Ah, schade. Das ärgert mich. Haben jetzt irgendwie fehlt ein Abschlepper. Bin bereit. Sofort. Höre. Höre. In Ordnung. Die Frau mit der Männerstimme. Höre. Wer kennt sie nicht? Alles klar. Was gibt's? Verstanden. Ich lass Blaulicht gerade mal an, weil ich hier so schön im Kreuzungsbereich stehe und ich halb im Bus drinne stecke. Rettungswagen stelle ich mal davor. Lass ich auch mal Blaulicht an, weil auch sehr ungemütliche Position.
Ich hoffe, der Bestatter kommt gleich. Ich will dann den Einsatz hier abgehakt haben. Das ärgert mich wirklich. Da kommt er. Er kürzt ab durch die Fußgängerzone. Ja, die Wegfindung, man sieht's, ist bei der Map nicht ganz so hundertprozentig wie bei der anderen Map. Erwarte Befehle. Jawohl. Okay, jetzt sind zwei Bestatter angekommen. Ich habe außerdem zwei gerufen. Einer kann wieder weg. Was geht's? Okay. Das ärgert mich wirklich. Erwarte Befehle. Was geht's? Verstanden. Wenn ich hier Schicht habe in Emergency, dann soll keiner sterben. Das darf nicht passieren. Ich tue alles dafür. Achtung, Taschendiebstahl. Eine Person wurde bestohlen. Der Dieb befindet sich auf der Flucht. Festnehmen und abtransportieren. Der Täter versucht, das Einsatzgebiet zu verlassen. Sofort aufhalten. Ich hoffe, ich habe einen Streifenwagen in der Nähe. Hier vorne ist die Polizeiwache. Da kommen jetzt zwei Stück. Was geht's? Ich glaube, den können wir hier drüben ganz gut abfangen. So, behandelt. Sehr gut. Bus ist weg. Warum auch immer. Ja, ihr könnt leider wegfahren. Ich hoffe, der Abschlepper kommt auch gleich. Dann kann der Notarzt auch abrücken. Kein Problem. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, was für einen riesengroßen Umweg die Polizei hier fahren muss. Sieht aber nach einem riesengroßen Umweg aus. Die kommen auch von der anderen Richtung. Ja, erwarte Befehle. Okay, kein Problem. Ist in Arbeit. Kein Problem. Jawohl. Was geht's? Kein Problem. Was geht's? Okay. Kein Problem. Ist in Arbeit. Okay, da kommen auch die anderen zwei. Streifenwagen kommen ziemlich zeitgleich an. Das passt ganz gut. Wird erledigt. So, ab in den Gegenverkehr. Zu Befehl. Was geht's? Alles klar. Jawohl. So, erstmal ein bisschen Pfeffer in die Augen. Alles klar. Dann, jawohl, haben wir den doch. Was geht's? Gut, ihr könnt auf Streife gehen. Ja, alles erledigt. Ohne Probleme. Ohne Probleme. So, das haben wir erledigt. Da muss der Notarzt aber mitfahren. Den schicken wir gerade noch rein. Dann haben wir hier alles erledigt. Fahrzeug ist abgeschleppt. Leider die Person verstorben, weil ich ein bisschen vertüdelt war und habe da leider was übersehen. Aber gut, es passiert hoffentlich nicht mehr. Ist, glaube ich, jetzt auch die erste Person, die, glaube ich, im Let's Play von Emergency mit der Lüdenscheid-Modifikation verstorben ist, oder? Ich glaube, ja. Wird erledigt. Aber die Map hat es halt, wie gesagt, auch echt in sich. Die Linzig-Map, die hat es wirklich in sich. Die ist schwieriger als die Lüdenscheid-Karte. Die Einsätze sind viel schlimmer, es sind viel größere, höhere Gebäude. Wenn es brennt, brennt es richtig. Alles ist ziemlich eng und dicht bebaut. Das Feuer breitet sich immer extrem schnell aus. Wir haben viele Brücken, viele Gleise, viele Bäume, viele Wälder, Reihenhäuser, ganz viele Positionen, wo du mit einem Feuerwehrfahrzeug nicht reinfahren kannst. Zum Beispiel hier wäre auch so ein Eck, wo man nicht gut reinfahren kann. Da muss man dann gucken, dass man die Schläuche da irgendwie hinverlegt. Hier hatte es auch gebrannt gehabt gestern Abend, als ich ein bisschen rumprobiert habe auf der Map. Genau hier hinten hatte auch irgendeine Bank oder irgendein Busch gebrannt. Bis ich ankam, hat schon das komplette Eck im Brand gestanden. Man kann hier hinten nicht mit dem Feuerwehrfahrzeug hinfahren, man kommt hier nirgendwo hin. Auch die Schläuche reichen nicht bis hier hinten, habe ich festgestellt. Ja, und dann guckst du halt zu, wie sich das Feuer immer weiter ausbreitet, platzierst dich hier halt auf der Straße außenrum, komplett in dem Gebiet bis hier hinten hin. Hatte ich dann Feuerwehrfahrzeuge platziert und habe das komplett hier ausbrennen lassen. Ich konnte nichts machen. Ich habe dann hier zwar durch die Gassen versucht, Verteile reinzulegen, dass da ein bisschen gelöscht wird. Mit DLKs habe ich es versucht und so weiter und so fort. Ich kam einfach nicht richtig dran. Das ist schon richtig hart. Die Map ist schon, die hat es in sich. Die ist viel schwieriger bebaut als die normale Lüdenscheid-Karte. Und man hat dazu auch noch weniger Feuerwehrfahrzeuge. Kommt auch noch dazu. Jedenfalls kommt es mir vor, als wären es weniger. Das ist schon ein bisschen härter. Ist schon härter. Boah, wir haben ja sogar einen Feuerwehrkran. Cool. Ich habe mir noch gar nicht die ganzen Fahrzeuge angeschaut. Jedenfalls haben wir ganz viele verschiedene Fahrzeuge hier. Alle anders designt oder andere Modelle als bei der normalen Lüdenscheid-Karte. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Habt ihr ja schon bei den Rettungswagen gesehen. Da gibt es auch noch andere Aufbauten. Wie gesagt, jetzt nicht nur immer dieser Kofferaufbau, sondern auch die anderen Arten, diese ganzen mal Sprinter-Dinger. Ganz viele andere Skins, andere Fahrzeuge, wie gesagt. Auch die Polizei hat andere Skins. Habt ihr auch schon gesehen. So, da war das Fahrzeug, wo ich noch Wasser aufgefüllt habe. Alles klar. Ja gut, Tank ist voll. Könnt ihr auch zurückfahren.
Ja, Autobahn gibt es übrigens auch hier, natürlich auch Chemiepark und so weiter dabei. Hier unten ist die Autobahn, da kann man auch Unfälle drauf haben. Hatte ich auch schon gestern Abend. Ja, ich hatte gleichzeitig zwei große Brände plus einen Unfall mit brennendem Fahrzeug auf der Autobahn. Aber Action. Da war wirklich die Hölle los. Ja, ansonsten hier haben wir noch die Polizei, ist auf so einer kleinen Insel quasi. Heißt, die müssen öfters mal einen großen Umweg fahren, wenn irgendwas ist. Ihr seht es aber auch, es sind so viele Bäume, so extrem viele Bäume manchmal an den Stellen. Es kann sich so gut ausbreiten, auch die Häuser alle so eng zusammengestellt. Es ist schon nicht einfach hier, es ist schon nicht einfach. Überall, wie gesagt, hier unten Chemie, Industriegebiet. Wir haben hier einen anderen Rettungswagen. So einer ist, habe ich gemeint, ja, kein Kofferaufbau hinten drauf, sondern so einen Aufbau. Ich finde ja eigentlich die Blaulichter ganz cool, muss ich sagen. Die gefallen mir ganz gut. Was soll denn hier? Johannita. Aus Liebe zum Leben. Jawohl. Ich habe aber, glaube ich, gesehen, das Fahrzeug hat nicht so einen Heckwarner hinten dran. Nee. Leider nicht. Leider nicht. So, Kreislaufkollaps, denke ich, man kriegt der Rettungswagen auch ohne Notarzt wieder hin. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Gut, dann haben wir jetzt gerade mal so ein bisschen eine ruhigere Schicht. Zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Hypertensive Krise, hatten wir schon oft genug, kenne ich mich mittlerweile aus. Ich schicke direkt mal einen Notarzt mit hin. Oh, ich habe den Rettungswagen weggeklickt. So. Ja, das ist das schöne Gebiet. Ist in Arbeit. Höre. Dann sind wir gerade hier nebenan, wo die Feuerwehrfahrzeuge noch standen. Die habe ich schon wieder ganz vergessen gehabt. Wo es so rasend schnell brennen kann. Ihr seht, es ist halt auch so extrem eng gebaut. Ja, wenn, sobald hier eine Hecke brennt, brennen auch automatisch direkt die Gebäude dann mit. Sobald da ein Baum brennt, wenn ein Gebäude brennt, dann fangen die Bäume an zu brennen. Dann brennen hier die, dann brennt sie hinten komplett. Dann, ach, das ist Katastrophe. Es breitet sich dann so extrem schnell aus. Was geht's? Boah, der war aber schnell da. Der war schnell da. Was geht's? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, Rettungswagen ist auch schon da. Auch ganz ohne Martinshorn. Aber anscheinend direkt nebenan die Wache. Dann ist das natürlich zu Befehl. Kein Ding. Stehen sie mitten in der Kreuzung jetzt, aber ich lasse trotzdem Blaulicht mal aus. Schaulustiger und so. Höre. Wird gemacht. Wobei, beim Rettungswagen mache ich es mal an. Der steht noch ein bisschen arg weit drin. Höre. So, der war schon behandelt. Aufladen, ab ins Krankenhaus. Was haben wir hinten eigentlich noch Schönes? Auch nochmal eine Feuerwache, alles klar. Ja, man kann nicht in die Gebäude reingucken, nicht so wie bei der anderen Map. Leider. Ja, man, Abschlepper, Stadtwerke und sowas, oder? Entstördienst, Gas und Wasser. Okay, Stadtwerke und so weiter. Schön, schön. Schön, schön. Ab ins Krankenhaus. Aufladen und ab ins Krankenhaus. Ist jetzt gerade wieder so die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Aber habe ich auch mal nichts dagegen. Ich hatte jetzt, wie gesagt, in der Aufnahme davor richtiges Chaos. Ich hoffe, in der Folge endet es nicht auch so. Und davor abends, als ich privat gespielt habe, hatte ich ja auch totales Chaos. Also das erstmal so ruhig und auf einmal dann hast du so schlagartig richtig alle Hände voll zu tun. Kommst gar nicht mehr nach. Es breitet sich dann an allen möglichen Orten und Brand aus und schrecklich. Schrecklich, schrecklich. Notarzt wird benötigt, alles klar. Fährt mit. Tasche ablegen, ab in den Rettungswagen und dann ab ins Krankenhaus. Ab ins Krankenhaus. Bin bereit. Bin dabei. Notarzt holt auf, er holt auf. Wettrennen. Ich würde gerne so ein schönes Fotoschen haben. Na gut, sind gleich beim Krankenhaus angekommen. Wir haben auch noch eine freiwillige Feuerwehr, die hatten wir glaube ich schon im Einsatz, oder? War das die?
Na, das ist die Werksfeuerwehr. Also hier oben ist nochmal eine Werkfeuerwehr. Und da unten, glaube ich, auch eigentlich Werkfeuerwehr. Oder ist da nur... Nee, ist keine... Das ist normale. Alles klar. Irgendwo war hier aber noch ein Industriegebiet. Genau hier. Feuerwehr Linzing, Löschzug 10. Schade, dass man halt nicht reingucken kann in die Gebäude. Bei der anderen Map kann man das ja machen. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Was haben wir denn da? Gebrochener Arm. Ja, momentan ist wieder viel für den Rettungsdienst, aber habe ich auch mal nichts dagegen, ehrlich gesagt. Habe ich auch ehrlich gesagt mal überhaupt nichts dagegen. Wir können mal gucken, ob wir noch ein paar Polizeifahrzeuge hier auf die Map schicken können. Da stehen zwei Stück rum am Bahnhof wahrscheinlich ist es, oder? Ja, die können wir auch da lassen. Bahnhof braucht immer ein bisschen Polizei. Bahnhof sind immer so schwierige Brennpunkte. Was haben wir hier? Da haben wir noch starkes Geschütz. Starkes Zeug rumstehen. Viele Zivilstreifenwagen haben wir hier noch rumstehen. Beziehungsweise das. Das wahrscheinlich auch, oder? Von der Markierung her? Nee. Jedenfalls das und das sind noch Zivilstreifenwagen. Da haben wir noch einen Streifenwagen. Da haben wir auch noch einen. Ja, wir können... Ah, Luftaufsicht ist das. Kein normaler Streifenwagen. Alles klar. Ja, dann keine Ahnung. So viel haben wir dann doch nicht mehr hier rumstehen. Riesengroße Kreuzung. Verstanden. Aber naja, direkt vor Ort waren wir ganz schnell da. Ja, bei dem Fahrzeug lasse ich halt immer das Blaulicht an, weil der hat keinen Heckwarner und so, nur Warnblinker. Nee, dann lieber so. Ist sicherer. Und sieht cooler aus. Hat mal mehr Schaulustiger am Ende. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. In Ordnung. Kreislaufkollaps. Und an der Stelle, wo ich wieder richtig schlecht wahrscheinlich drankomme, weil es wieder auf so eine Erhöhung drauf ist. Vielleicht kann ich hier vorne... Ich denke mal nicht, dass die runtergehen. Muss man aber weit laufen. Hier müssen wir die Treppe hoch und runter. Ist auch nicht gut. Das ist auch wieder so ein Gebiet, wo du mit der Feuerwehr richtig schlecht drankommst, wenn es hier brennt. Ja, du kommst hier von der Seite nicht dran. Du könntest hier die Treppen stellenweise hochgehen. Du kannst hier vorne vielleicht durch und hier vielleicht noch mit dem Schlauch, aber du kannst nicht mit den Fahrzeugen da drauf fahren irgendwie. Wo fahren wir jetzt hin? Da können wir auch mit dem Fahrzeug schlecht hier reinfahren. Wahrscheinlich ist das Beste wirklich, wir fahren mit dem Fahrzeug hier vorne hin. Rettungswagen, platzieren ihn hier vorne direkt. Ist direkt der hier frei ist. Weil ich glaube, der kann da nicht drauf fahren. Doch, er quetscht sich durch, alles klar. Aber er kann trotzdem nicht nach hinten durchfahren. Das bringt also auch nicht ganz so viel. Hat sich durchgequetscht, aber ich komme halt sowieso nicht weiter. Verstanden. Naja, stehen wir wenigstens da. Wie auch immer der hier durchgekommen ist. Keine Ahnung. Entschuldigung. Bin bereit. Verstanden. So, hier gucke ich, dass ich schnell wegkomme, weil die Kreuzung ist schon im Chaos. Ganz viele Fahrzeuge schon kreuz und quer hier. Aber das Gute ist, hier in dem Teil, die suchen sich halt... Nach einer gewissen Wartezeit suchen die sich einen anderen Pfad, wo die entlangfahren können. Deswegen hat das Fahrzeug hier gerade die Kreuzung geräumt. So, ja, weiter Laufweg. Deswegen würde ich sagen, ich lasse den auch schon mal aussteigen und dann soll er schon mal hier die Trage nehmen. Babbo Bubbles. Schöne Werbung. Ich hoffe, wir kommen ohne Notarzt klar. Ja. Gut. Dann können wir tatsächlich schon mal mit der Trage nach hinten laufen. Ich würde dann auch gleich das Blaulicht wieder ausmachen. Sicherheitshalber. Das heißt sicherheitshalber, aber Fußgängerzone und so, Schaulustige. Ich würde auch eigentlich die Tür zumachen, wenn ich so weit weg bin, aber okay. Können aber auch mal den Warnblinker anmachen, der ist auch noch aus. So. Ist der Warnblinker kaputt? Hab ich den kaputt gemacht? Schade. Geht nicht. Ist kaputt.
ist kaputt. Ja, können wir direkt nehmen. Erwarte Befehle, kein Problem. Ist schon stabilisiert für die Fahrt. Alles ganz ruhig, ganz ruhig. Was ich noch sagen wollte, theoretisch könnte ich bei dieser Map wieder die Grafikeinstellung auf Ultra setzen. Ja, weil die Map kleiner ist, unterstützt es Emergency wieder, man kann es wieder auf Ultra setzen und es passiert dann kein Grafikbug. Ich habe es aber jetzt auch einfach mal auf hoch gelassen, einfach aus dem Grund, weil wenn ich dann wieder irgendwann die Lüdenscheid-Map starte, die große Map, vergesse es vielleicht umzustellen, dann habe ich nach 10 Minuten wieder einen Absturz und habe ich wieder doppelte, dreifache Arbeit. Deswegen, ich lasse es jetzt einfach auf hoch. Solange es so funktioniert und kein Grafikbug kommt, bin ich zufrieden. Wollte ich nur nochmal gerade bei erwähnen. Das könnt ihr aber theoretisch machen, wenn ihr zu Hause privat spielt oder es selber spielt. Könnt ihr bei dieser Map die Grafik wieder ein bisschen höher schrauben. Wollte ich nur mal erwähnen. Ah, meine Stimme lässt gerade nach. Ich bin immer noch so ganz leicht verschnupft und gerade irgendwie werde ich wieder so ein bisschen zu. Frosch im Hals wieder. Bäh, eklig, nervig. Naja, was sollen wir machen? Ich wollte halt trotzdem aufnehmen. Eigentlich müsste ich gerade gar nicht aufnehmen, aber ich habe halt gerade trotzdem Bock. Ich habe eigentlich schon genug produziert fürs Wochenende. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge seht, dann ist das Wochenende schon wieder rum. Dann bin ich schon wieder fleißig am weitere Aufnehmen für die weitere Woche. Berufsfeuerwache 01, Linzing Hauptwache. Ja. Ah, hier drüben haben wir ja auch noch Notarzt. Da drüben steht der Notarzt drin und hier nur die Rettungswegen, oder wie? Okay. Und hier haben wir halt die ganzen Feuerwehrfahrzeuge, wo man leider nicht reingucken kann. VLF, auch schön. Schön, schön. Schön, schön. Ja, da nimmt wieder den besten Weg. Pfadfindung läuft auf der Map manchmal wirklich super. Kreuz und quer und dann ins Krankenhaus reinfahren, oder? Komm, fahr durch die Wand. Nee, er fährt nicht durch die Wand, alles klar. Krankenhaus aber angekommen. Er ist im Krankenhaus angekommen. Puh, dass wir mal so gar nichts zu tun haben, ist auch neu. Ich könnte zwar die Einsatzstufe hochsetzen, aber ich genieße das auch gerade mal, dass so ein bisschen ruhiger ist. Zack, großer Brand. An der Stelle, wo man wieder richtig beschissen drankommt, das sehe ich jetzt schon. Das sehe ich jetzt schon. Scheiße, scheiße, scheiße. Es sind noch wieder Leute eingeschlossen, habe ich gerade gesehen. Feuer 2Y, alles klar. Das kann wieder so ein richtig ungemütlicher, heftiger Brand werden. Die ELWs tue ich gerade mal hier auf dem Parkplatz. HLF, ich würde gerne von hier hinten versuchen... Es lässt sich auch nicht immer so gut auswählen. Gerne von hier hinten versuchen, das ein bisschen einzudämmen, die Ausbreitung. LF hätte ich gerne dann hier vorne. DLK gerne hier irgendwo. Na, dass ich gerade noch hier so vorbeikomme. HLF hätte ich dann gerne hier auf der Straße Notruf. Auch eins. Brandausbruch. Jetzt geht's wieder los. Unbekannt. Jetzt geht's wieder Löschen los. Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren. Ja, jetzt Schäden. Brennt hier schon der Baum und gleich brennt wahrscheinlich hier wieder die halbe Stadt und hier hinten auch. Und ich kenn's ja mittlerweile schon. Die DLK schicken wir mal dahin. Gerätewagen, Atemschutz kommt dahin. Rettungswagen schicken wir mal hier hinten hin. Noch einen Rettungswagen schicken wir auch hier hinten hin. So, schön einparken. Noch einen Rettungswagen schicken wir dahin. NEF dahin. GW San dahin. Leitender Notarzt dahin. MTW von der Polizei dahin und noch eine Zivilstreife hier bitte dicht machen. Da haben wir den nächsten Brand. Neben der Autobahn wieder im Wald. Ich kotze. Es ist halt wirklich ein Einsatz nach dem anderen hier so schlimm. Es ist wirklich so. So, ich schicke jetzt alles Mögliche hier auf die Autobahn. Beziehungsweise bitte von der Autobahn runterfahren. Ihr sollt ja alle noch ein bisschen weiter leben. Ich werde auch die Polizei dann gleich hinschicken und die Autobahn dicht machen. Kann ich bitte jetzt auswählen? So. TLF. Es kann sich hier aber nicht mehr... Doch, es kann sich ausbreiten zur Feuerwehr hier hinten. Das ist natürlich Kacke. Das ist natürlich Kacke. Oh Mann. Mann, 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 Mann. So, Polizei brauche ich. Das ist jetzt wieder zwei große Einsätze auf einmal. Das ist halt nicht so geil. So, ich mache hier die Fahrspuren mal dicht. Oh, noch ein tollwütiger Hund. Jetzt Einsatzstufe 3. Ihr könnt jetzt gerade auch mal voll übertreiben, oder?
Worum soll ich mich jetzt zuerst kümmern? Okay, hier ist ganz viel Getröte, hier bin ich richtig. So, schnell absteigen, Verteiler setzen, damit hier die Gebäude nicht anfangen zu brennen. Bitte hier genauso, Atemschutz anziehen, dann schnell raus, Verteiler dann hin, Wasserversorgung aufbauen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, hier ist Wasserversorgung, Verteiler direkt hier reinknallen. Jetzt brennt sogar hier drüben schon die Bank, es ist, ihr seht's. Was? Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Was? Was? Das kann doch nicht, das kann doch wirklich nicht der Ernst sein von dem. Okay, der Hund, der ist schon hier am weiter rumlaufen. Wo habe ich denn die Polizei hingeschickt? Höre. Da ist eine Person verletzt. Ich brauche dich da hinten. Ich kann gar nicht so schnell reagieren, dass das hier alles so funktioniert, wie soll. So, da ist noch ein Hydrant. Jawohl. DLK, bitte platzieren und sofort hier auch aussteigen, Wasserversorgung, Atemschutz anziehen und so weiter und so fort. Tollwütiger Hund, Hund ist noch voll am Randalieren, jetzt habe ich da mittlerweile schon zwei Verletzte. Wird gemacht, sofort. Okay, haben wir. Nicht auf die Person schießen, hört auf. Zu Befehl. Ach du Kacke. Das hat jetzt erstmal hier mehr Priorität, würde ich sagen, als der brennende Wald. Okay, gemacht. Was gibt's? Ich muss das hier halt jetzt recht schnell unter Kontrolle kriegen, sonst ist hier Feierabend mit der Stadt. Sofort. So, einmal Atemschutz bitte alle anziehen. Höre. Wird gemacht. Ja, mittlerweile brennt ja hier vorne auch schon das Gebäude. Ja, super Sache. Alles klar. Dann hätte ich gerne einmal das Fahrzeug an die Wasserversorgung angeschlossen, plus das Fahrzeug hätte ich auch gerne noch hier angeschlossen dann, also die DLK, dass sie endlich löschen kann. Hier hätte ich gerne noch ein paar mehr Schläuche, weil mittlerweile brennt hier drüben das Haus auch schon. Da sind noch lauter Leute eingeschlossen. Pures Chaos wieder, ich sag's euch, pures Chaos. Das ist Linzing. So, von da bitte mal Wasser nehmen, dann verteile hier hinten hin. Ja, kein Problem. Was gibt's? Das auch noch bitte an die Wasserversorgung anschließen. Das ist halt wirklich, was hier immer abgeht. Was hier immer abgeht, ist Wahnsinn. Also diese Map ist wirklich extrem hart und schwer. Man kann es nicht anders sagen. Erwarte Befehle. Bin bereit. In Ordnung. Ja? Okay. Erwarte Befehle. Alles klar. Kein Problem, jawohl. In Ordnung. Höre, sofort. Ich kann auch hier wieder die Taktik versuchen anzuwenden, dass ich hier schnell Bäume fälle. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, das ein bisschen einzudämmen. Kein Problem. So. Was gibt's? Sofort. Erwarte Befehle. Okay, bin bereit. Wird erledigt. Ja, alles klar. Höre. Verstanden. Hatten wir nicht noch irgendwo einen Brand? Genau, hier. Brennt mittlerweile auch schon alles, habe ich komplett vergessen. Ich habe aber nicht mehr wirklich viele Fahrzeuge. Ich habe nicht mehr wirklich viel zu machen hier. Ich brauche ein ELW, dann kann ich die Einsatzstufe erhöhen, dann kann ich mir nochmal hier ein paar Fahrzeuge nachfordern. Okay, da hatten wir auch einen Brand, stimmt ja. Boah. Voll am Übertreiben wieder. Was geht's? Wird erledigt. So, Wasserversorgung habe ich hier irgendwo da hinten. In Ordnung. Okay, jetzt brennen hier hinten schon die ganzen Häuser. Super. Kann ich noch irgendwas hier nachfordern? Ich glaube, ich muss hier jetzt schon mal die Einsatzstufe erhöhen. Bin bereit. Jawohl. Bin bereit. Dann brauche ich hier noch Wasserversorgung für das Fahrzeug. Wäre nicht schlecht. Bin bereit. Dafür muss ich die aussteigen lassen, glaube ich. So war das. Ja,
Jawohl. So, Alarmstufe erhöht. Jetzt kann ich noch mal ein paar Fahrzeuge nachfordern, notfalls. Hier hätte ich gerne mal Wasserversorgung fürs Fahrzeug. Und dann bitte, so schnell wie möglich, anfangen zu löschen. Ich brauche hier unbedingt noch aus den Nachbarortschaften die Feuerwehrfahrzeuge. Die schicke ich auch schon mal so weit wie möglich vor. Was geht's? Bin dabei. Dann muss ich da auch noch die Personen befreien. Muss noch die Tür aufkloppen. Bin dabei. Ja. Harte Nummer. Ja, kein Problem. So, das TLF kriegt auf jeden Fall jetzt schon Wasser eingespeist. Das heißt, ich kühl das Gebäude da hinten mal. So, der hat eine Axt, der kann die Person befreien. Hier ist pures Chaos. Das TLF steht jetzt mitten im Wald. Gut. Alles klar. Hatte ich nicht gesagt, irgendjemand soll eine Kettensäge nehmen? Was geht's? Er hat, glaube ich, eine, oder? Ja. Dann hau bitte mal hier die Bäume weg. Fang mal an damit. Hier könnte auch noch jemand sich eine Kettensäge nehmen und auch noch ein paar Bäume weghauen. Ja. Wo führt denn der Schlauch hin? Da ist irgendeine Person von mir verschwunden. Der Schlauch führt ins Unendliche. Ich weiß nicht, wo die rumläuft. Jawohl. Höre. Kein Problem. Ja? Der will auch den Baum nicht wegmachen. Wird gemacht. Der findet wahrscheinlich keinen Pfad dahin. Boah, das ist so beschissen. Das ist so beschissen hier auf der Map. Also die Map ist wirklich so vom Spielerischen erstens schwieriger und zweitens funktionieren viele Sachen nicht ganz so gut. Dadurch hat man halt wirklich richtige Probleme. So, hier das Feuer breitet sich schön aus. Da habe ich jetzt gleich direkt das nächste Chaos. Ich kann mich halt nicht aufteilen. Ich kann mich nicht um so viele Sachen gleichzeitig kümmern. Ich gehe jetzt auch mit der Einsatzstufe runter. Die wurde automatisch ja hochgesetzt. Aber es reicht. Ich komme hier nicht mehr nach. Mir brennt die halbe Stadt wieder ab. Wird gemacht. Jetzt habe ich auch gesehen. Nein, nicht wegfahren. Ich habe wegfahren gedrückt. Ich kotze. Also diese Map alleine wirklich fast unmöglich. Was geht's? Wirklich fast unmöglich. Wird gemacht. In Ordnung. Ich weiß nicht, was hier los ist. Hier laufen Personen durch die Gegend, die haben keine Ahnung, was sie machen. Und die Personen, die hier durch die Gegend laufen sollen, die laufen nicht. Die finden den Weg nicht. Es gibt kein Problem. Ja? In Ordnung. Erledigt. Das haben wir wenigstens gleich. Dann kann ich das Feuerwehrfahrzeug gleich hier hinschicken. Das eine habe ich ja aus Versehen weggeschickt, oder? Nee, es bleibt doch noch stehen. Alles klar, gut. Ich hatte aus Versehen E gedrückt. Kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, was der eine Typ da macht, wo der hinläuft. Ich komme halt hier auch nirgendwo wieder dran. Das ist alles wieder so scheiße erhöht. Ach, das ist ein anderer Typ, der gehört gar nicht zu dem Fahrzeug, der da rumläuft. Alles klar. Dann bitte einmal Verteiler hier hin. So schnell wie möglich. So, wie sieht's hier jetzt aus? Okay, Brand ist gelöscht. Sind aber noch Personen im Gebäude drin anscheinend. Verstanden. Bin dabei. Bin bereit. Es wird Zeit für den Rettungsdienst, würde ich sagen. Hier die Fahrzeuge lasse ich direkt mal einpacken und wegfahren. Dann kann ich die gleich wieder nachalarmieren. Bin bereit. Was geht's? Okay. Ja, wird gemacht. Ah, jetzt habe ich natürlich auch die anderen weggeschickt. Bin bereit. Ja, die müssen dann noch ein paar Mal ins Gebäude rein. Ja. Bin bereit. Ah, hier sind noch zwei, die kann ich auch nehmen. Ja. Oder euch kann ich, glaube ich, auch da reinschicken. Jawohl. Verstanden. Und dann kann ich die Rettungswegen vorfahren, kann die da parken, kann da weitermachen. So, hier der Brand, der wird sich weiter ausbreiten bis zur Feuerwache. Okay, LF kann ich aber alarmieren. LF, das ist schon mal gut. Dann kann ich das Feuer hier vielleicht abfangen. Und TLF wäre nicht noch verkehrt. Dann könnte ich das vielleicht hier hinstellen und da ein bisschen rumpusten.
Ich fahre auch mal das Fahrzeug hier. Kein Problem. Vorne hin. Ah, ja. Nee. Was machst du? Ich wollte dich doch gar nicht. Ich wollte das Fahrzeug und dann hier mit T da, zack, fahren wir dahin. Ja, hier ist natürlich jetzt komplettes Chaos noch. Da brennt die halbe Stadt. Bin bereit. Also Linzing wirklich für Hardcore-Emergency-Spieler, glaube ich, mit viel Spielerfahrung, weil anders schafft man das nicht. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Alles klar, in Ordnung. Unbekannt. Löschen Sie alle Brände. Ja, wieder direkt so mittendrin, dass direkt wieder alles am Brennen ist. Am Arsch. Ja, DLK brauche ich eigentlich gar nicht, habe ich aus Versehen ausgewählt, egal. So, komm her, schnell. Ich habe hier die Polizei noch stehen und einen Notarzt, so wie es aussieht. Genau, das ist bei dem großen Brand in der Nähe. Was geht's? Alles klar, dann schnappt euch mal bitte ein Feuerlöscher. Bin dabei, bin bereit. Verstanden. Ja? Und rennt bitte einfach hin und versucht's. Da kommt auch schon die Feuerwehr angefahren, ist ja direkt nebenan. Was geht's? Vielleicht können die das direkt in den Griff kriegen irgendwie. Bevor sich das weiter ausbreitet und dann hier das restliche Gebiet noch am Brennen ist. Höre. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Bin dabei. Erwarte Befehle. Kein Problem. Von da unten bringt es mir nichts, wenn ich die Fahrzeuge hinschicke, ganz ehrlich. Das bringt mir überhaupt nichts. Die können da nicht löschen, aber das TLF könnte theoretisch von da löschen. Erwarte Befehle. So, wo ist denn der Verteiler? Der ist hier. Vielleicht mal mehr Leute da hinschicken. So, die können ins Krankenhaus. Der Hund liegt da tot rum. Da brauche ich noch das Stadtwerke-Ding ins Gedöns. Sonstiges haben wir es denn? Straßenmeisterei, Stadtreinigung. Die brauche ich hierfür für den Hund. Habe ich falsch gedrückt. Auf ein neues. Stadtreinigung. So, zack. Her damit. Ihr könnt auch ab ins Krankenhaus. Ja, zu Befehl. Ich will jetzt langsam mal hier so ein bisschen Ruhe wieder reinkriegen. Ein bisschen Ordnung. Erwarte Befehle. Bin dabei. Ein bisschen Ordnung hier mal reinkriegen. Das ist ja wirklich unerträglich. HLF LF habe ich nicht mehr. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Erwarte Befehle. Sofort. Was haben wir denn da? Kreislaufkollaps. Rettungswagen. Bitte dahin. Ich muss auch langsam mal mich hier bei dem Brand um die ganzen Verletzten kümmern. In Ordnung. Bin bereit. Wird gemacht. Ja? 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 Wird gemacht. Was gibt's? So, fangen wir mal an, oder? Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, alle aus dem Gebäude raus. Was gibt's? Dann fangen wir jetzt hier mal Massenbehandlung an. Während die Stadt noch an anderer Stelle total am Abbrennen ist. Oh Mann. Okay, Löschfahrzeug ist da. Ich schicke das mal hier oben hin. Ich glaube, ich kann damit oben mehr anfangen. Huiuiuiuiuiuiuiui. Also hier, Map ist wirklich, da kommt man ins Schwitzen. Da kommt man wirklich ins Schwitzen. Das ist brutal. Wirklich brutal, kann man nicht anders sagen. So, hier habe ich noch einen Notarzt. Alles klar. Ich schicke euch jetzt nochmal weitere Einheiten hierher. Bin bereit. Wird erledigt. Da kann ich irgendwie das Zelt aufbauen. Verstanden. Ich weiß aber nicht genau, was mir das im Endeffekt bringt. Wenn ich ehrlich sein soll. Ich kann zwar dann die Leute dahin bringen, aber dann kann ich die auch theoretisch gleich hier behandeln. Zu Befehl. Weiß ich noch nicht. So, Stadtreinigung ist da. Bin bereit. In Ordnung. Hui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 
Okay, die können aber auch behandeln, das ist gut. Dann schicke ich die gerade mal dahin. Sollen die schon mal mitbehandeln, dass sich die Zustände nicht mehr weiter verschlimmern. Höre. Bei den ganzen Leuten hier. Bin dabei. So, da haben wir jetzt ganz viele Rettungswegen. Bin bereit. Da muss anscheinend ein Notarzt ins Zelt rein und dann kann man die bestimmt da reintragen, die ganzen Leute, und dann werden die bestimmt alle behandelt. Aber keine Ahnung. Zu Befehl. Was geht's? In Ordnung. Erwarte Befehle. Keine Ahnung. Da kommen jetzt die ganzen Sunnis von dem Zelt. Ich habe jetzt einfach mal alles aufgebaut. Was soll's? Schadet ja nicht. Erwarte Befehle. Aber das ist echt hart. Das ist also Linzing wirklich hart. Wirklich hart. Ich schick's TLF gerade mal zurück. Das LF10 habe ich hier noch. Das schicke ich mal hier hin. Das LF stelle ich. Das TLF habe ich jetzt zurückgeschickt, damit ich Reserve habe. Ja, falls jetzt noch irgendein Brand kommt, dass ich schnell reagieren kann. Deswegen habe ich das gerade mal weggeschickt. So, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wo dieser andere Einsatz war. Irgendwo in der Nähe von der Wache hier. Bin bereit. Nee, das war nicht der. Das ist ein anderer Einsatz. Ich hatte irgendwo noch einen in der Nähe von der Wache. Genau hier. Die kann ich jetzt auch mal wegschicken. Der Einsatz ist nämlich abgearbeitet. Die haben es irgendwie hingekriegt. Ich weiß nicht wie, sie haben es aber irgendwie geschafft. Die muss versorgt und abtransportiert werden. Dann habe ich endlich mal wieder ein paar Fahrzeuge auf Vorrat. Hypertensive Krise haben wir hier wieder. Ich hoffe, ich habe noch irgendwie Rettungswagen und Notarzt parat. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, die Anfahrt. Okay. Oh nein, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Bin dabei. Sofort umziehen. Sonst kippt ihr mir hier um. So, wie sieht's hier aus? Ich glaube, den ersten Rettungswagen können wir wegschicken. Ja, genau. So. Dann. In Ordnung. Nehmen wir hier gerade mal die nächste Person auf. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Beziehungsweise. Ah, der Zustand verschlechtert sich von der Person. Höre. Habe ich hier noch den Notarzt irgendwo? Leitender Notarzt. Jawohl. Was hier mit der einen Person? Die ist auch noch nicht irgendwie so wirklich. Höre. Verstanden. Behandelt worden, so wie es aussieht. Hier habe ich noch. Nee, das ist der leitende Notarzt, alles klar. Höre. ELW kann weg. Okay. Kann auch weg. Verstanden. Hier kommt irgendein Feuerwehrfahrzeug, kommt noch angefahren von weit, weit weg. Ach du Kacke. Höre. Sofort. Was geht's? Ach du Kacke. So, der erste Rettungswagen ist auf jeden Fall auf dem Weg. Bin bereit. Da kommt noch ein Notarzt. Bin bereit. So, Person kann weggebracht werden. Hier, eine Person wird irgendwie nicht behandelt. In Ordnung. Weiß nicht, ob er das ist oder nicht. Erwarte Befehle. In Ordnung. So, können wir auch noch aufsammeln lassen. Können wir auch aufsammeln lassen. Also langsam hier mal ein bisschen leer räumen. Ja, Feuerwehr ist immer noch auf dem Weg. Ich weiß nicht, von wo die Feuerwehr kommt, das Spezialfahrzeug. Das sind die von der Autobahn. Da ist keins mehr unterwegs. Der ist auf dem Weg zurück. Irgendwie ist ein Feuerwehrfahrzeug verloren gegangen. Keine Ahnung. Ich brauche ja auf jeden Fall noch Rettungswagen. Ich weiß nicht, wie viele. Bin bereit. Höre. So, die sind hier immer noch am Löschen. Okay, die haben sich noch rechtzeitig umgezogen. Sofort. Das ist gut. Sofort. Ah, die haben da schon zwei angeschlossen. Das war es dann natürlich. Da ist auch zwei doppelt angeschlossen. Habe ich auch doppelt drauf geklickt anscheinend. War das Feuer hier nicht schon mal mehr unter Kontrolle? Hat sich das wieder ausgebreitet? Bin bereit. Okay. Das ist natürlich nicht schön. Das ist natürlich nicht schön. Dann hole ich doch nochmal das TLF hierher. Dann können wir von hier unten wenigstens nochmal löschen. So, den können wir wegschicken. Kein Problem. Die haben aufgenommen. Die haben aufgenommen. Alles klar. Höre. Die haben noch nicht aufgenommen. Anscheinend.
Oder doch? Oder nicht? Vielleicht? Ja, nein? Doch, der müsste auch aufgenommen haben. Der müsste auch aufgenommen haben. Und der auch. Bin bereit. Verstanden. So, die sind jetzt alle auf dem Weg ins Krankenhaus. Da freut sich die Krankenhausbelegschaft in der Notaufnahme. So, ansonsten die drei sind soweit stabilisiert, können auch abgeholt werden. Zwei Rettungswagen kommen noch, wir brauchen aber noch einen mehr. Deswegen schicke ich hier gerade nochmal einen hin. So, die können auch ins Krankenhaus. Die armen Notaufnahmen. Ah, das TLF ist leer. Bin bereit. Gut, dann können wir das jetzt hier wenigstens an Ort und Stelle auffüllen lassen. Ja, das war das, glaube ich, von dem Waldbrand, das Fahrzeug. Was gibt's? So, bitte einmal gerade mal hier den Tank voll machen, dann könnt ihr auch nochmal mitlöschen. Was geht's? In Ordnung. Erledigt. Das war jetzt wirklich eine harte Nummer. Ich mache hier gerade mal diese Einsatzpause rein und hoffe mal, dass jetzt kein Einsatz mehr nachkommt. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Bin dabei. Beziehungsweise ich will dann nach dem Einsatz eigentlich die Folge beenden. Zu Befehl. Bin bereit. So, ist auch behandelt. Komplettes Chaos. Wir haben es aber irgendwie in den Griff gekriegt, würde ich sagen. Irgendwie haben wir es geschafft. Genau, ist auch gelöscht. Könnt auch wegfahren, Tank auffüllen geht hier nicht momentan. Wenn das Fahrzeug weg ist, geht's vielleicht. Ja, zu Befehl. Ja, ist in Arbeit. Den lassen wir auch noch auffüllen. Einfach so. So, gerade nochmal ein Fotochen machen. Stehen zwar ein bisschen komisch geparkt da, aber will man machen. Immer noch die Polizei. Stimmt, die hat ja gelöscht hier hinten. Anscheinend hat sie... Na, die Feuerwehr hat doch mitgeholfen. Ich habe den Einsatz hier hinten ganz vergessen. Aber hat die Polizei gut gemacht. Ich bin stolz auf die. Die haben fleißig mitgeholfen. So, ihr zwei habt auch die Person auf der Trage liegen. Den könnt ihr auch zurückfahren. Na, Tank ist bald voll. Die fahren weg, alles gut. Ja, ihr könnt auch Richtung Krankenhaus fahren. Ja, in den Krankenhäusern wird gerade richtig was los sein. Richtig Party. Richtige Party. Da haben wir die letzten verletzten Personen. Ich weiß nicht, ich glaube mit der... Muss ich mit der Polizei die Tür hier wieder zumachen? Nee, muss ich nicht anscheinend. Gut. Gut, gut. Ich will nicht wissen, was hier bei den Krankenhäusern los ist. Ja, hier stehen ein paar Rettungswagen vor dem einen Krankenhaus und vor dem anderen. Mal gucken. Ja, da steht auch einer. Geht aber eigentlich noch. Das Gute ist, die sind halt alle nicht gleichzeitig losgefahren. Also schon zum Teil, aber die haben sich ein bisschen verteilt auf die zwei Krankenhäuser. Da haben wir jetzt noch eine verletzte Person. Der Rettungswagen ist noch auf dem Weg hierhin anscheinend. Die können auch zusammenpacken mittlerweile mal. Oder langsamer. Kein Problem. Ich weiß nicht, von wo der Rettungswagen kommt. Kann sein, dass der von weiter weg angefahren kommt. Dann dauert es ein bisschen, bis der da ist. Wir haben ja ziemlich viele gerade unterwegs. Kann sein, dass das ein bisschen dauert. Ich weiß nicht, ist die Feuerwehr mittlerweile eingetroffen? Ja, das Feuerwehrfahrzeug von irgendwoher. Lüdenscheid. Von der anderen Map hierher gefahren gekommen. Ist auch irgendwann angekommen. Kann nicht mitbekommen, wann. Ja, jawohl. So, notarzttechnisch können wir auch langsam mal so ein bisschen hier aussortieren. So, die sind auch auf dem Weg ins Krankenhaus mit Blaulicht. Sehr gut. Und hier warten wir einfach nur auf den letzten Rettungswagen. Wann auch immer der eintrifft. Von wo auch immer der kommt. Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch die Stadtreinigung und den Notarzt. Erwarte Befehle. Ich frage mich, wo der Notarzt ist. Ach, der steht da hinten noch, okay. Stadtreinigung kann auch wegfahren, dann ist das da auch alles aufgeräumt. Da kommt ein Rettungswagen. Bin bereit. Sehr schön. In Ordnung. Was geht's? Sehr schön, sehr gut. Da haben wir es doch irgendwie geschafft, alles abzuarbeiten. Ja, es ist eine einzige Person war, glaube ich, gestorben in der ganzen Folge, oder?
ganz am Anfang. Ansonsten haben wir die großen Sachen recht schnell erledigt eigentlich. Und ihr habt ja mal gesehen, wie krass sich hier so kleine Sachen, wie schnell und wie die ausarten können. Es ist einfach Wahnsinn. Es ist wirklich verrückt. Also diese Map, Linzing, ist viel schwerer als die normale große Lüdenscheid-Map. Viel, viel schwerer. Viel, viel schwerer. Muss man können. Ich kann es manchmal nicht. Hab's aber doch irgendwie hingekriegt. So, dann haben wir das auch geschafft. Ich würde ja sagen, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, gerne auch dem Discord-Server beitreten. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ja, gerne auch Kanalmitglied werden. Würde mich auch noch mehr freuen. Nein, Quatsch. Könnt ihr aber auch gerne machen. Würde euch Vorteile bringen und würde mich mega unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.